Mišel, htjeli bi da čujemo od gosti odakle prije svega dolaze, da li su prvi put u Crnoj Gori, kako se ovdje provode i zbog čega su se odlučili za ovu rutu bar Kolaši. Gut, also ganz einfach, wo kommst du her aus Deutschland, wie oft warst du schon in Montenegro und wie bist du zu der Entscheidung gekommen, heute mit dem Zug zu fahren? Ja, wir kommen also aus Norddeutschland, in der Nähe von Hamburg. Und wir sind jetzt schon mehrfach in Montenegro gewesen, haben eine eigene Wohnung in Doboroda und sind eigentlich so auf diese Reise gekommen, weil wir gerne auch das Land erkunden wollen und Sehenswürdigkeiten halt gerade außerhalb des Meeresbereichs, also des Strandbereichs, halt gerne sehen wollen. Oni su iz Njemačke, jeste sjeverno Njemačke, blizu Hamburga, imali svoj stan u Dobra Voda, tako one dolazi svaki godina ovdje i sad su odlučili da ide na ta ekskurzija, posto one hoću da vidi malo više od Crna Gora, znači ne samo ovaj primorje, nego ono što ima i u pozadina. I vos je odlično za te ture. S obzirom da ima stan u Dobroj Vodi, pretpostavljam da je češće u Baru i u Crnoj Gori. I kakvi su njegovi utisci, da nam još kaže? Du hast uns gesagt, dass ihr eine Wohnung habt hier, also deswegen seid ihr auch öfters hier. Ja. Wie ist denn insgesamt dein Eindruck zu Montenegro und auch zur Gemeinde Bar? Der Eindruck von Montenegro ist sehr positiv. Wir freuen uns eigentlich über die Freundlichkeit der Menschen hier vor Ort. Und die Gemeinde Bar ist für uns eigentlich ein schöner Standort, weil wir haben die Meeresnähe, wir haben die Berge, wir haben eigentlich alle Möglichkeiten, was man sonst nur in einem großen Land irgendwo die Möglichkeiten hat. Utiski su veoma dobro. Ljudi su prijateljni, klima i vreme je dobro. One voli baš ovaj opštine Bar jer ima more, ima ova planina iza toga i to je za njemu baš lijepo. Da čujemo i kolegu, dakle so, dolazi ista pitanja i za vas. Also gleiche Frage, wo kommst du her und warst du schon mal in Montenegro und warum fährst du heute mit der Eisenbahn? Gut. Also wir kommen in der Nähe aus Berlin und bin zusammen mit meiner Frau hier und wir haben uns mal dieses Jahr umgeschaut, wo wir einen Frühlingsurlaub machen können, nach etwas, was wir noch nicht so kennen. Italien können wir sehr gut inzwischen und sind dann auf Montenegro und natürlich auf Michael gekommen, den Experten, und haben dann unter anderem gelesen, dass man diese Zugfahrt machen kann und waren davon ganz begeistert, weil es sehr interessant scheint und viele Höhenmeter überwindet und vor allen Dingen auch diese spektakuläre Brücke, die wir sehen wollten. Oni su iz Berlina, tražili su odmor posebno sad za proljeće i onda su našli Crna Gora. Tako su krenuli malo da istraži što može da se radi, našli su mene i našli su naravno ova ekskurzija vozom. Njemu sad je baš interesantno da voz kreće ovdje iz nula do 1000 metara nadmorska visina u Kolašin i da će da prođe onaj najvisočiji evropski most u Evropi što se tiče železničke, a to je njemu sad baš interesantno. Da li to znači da je prvi put u Crnoj Gori, je li uspio da vidi Bar i još neki grad na Crnogorskom primorju i ono što nudi naša turistička privreda? Zum ersten Mal in Montenegro, ja, genau. Ja. Und ihr Perry Put Crnoj Gori. Hast du jetzt schon auch was anderes gesehen, andere Städte am Meer, oder ist jetzt Bar so die erste Destination? Bar ist die erste Destination am Meer. Wir sind eingereist von Dubrovnik und haben dann uns die Gebirgszüge, Dürmitor-Gebiet angeguckt, die Schlucht, die Tara, und sind dann über die Panoramastraßen hierher gefahren. Wir erkunden jetzt dieses Gebiet. Znači, Bar je mi je prva destinacija na Primorje. Oni su stigli preko Dubrovnik i onda su bili na sjever. Pogledali su Durmitor nacionalni park, pogledali su Tara, kanjon Tara i to sve. I sad su stigli prije jedan dan na Primorje u Baru da istraži sad šta ima ovdje. Lijep provod danas i svih narednih dana u Baru i Crnoj Gori. Schönen Tag heute, viel Spaß und natürlich auch für die nächsten Tage hier in Montenegro. Vielen Dank, den wir haben. Voilà. Dankeschön. Danke.